Freunde, im heutigen Video mussten wir aus dem Haus von unserer bösen Stiefmutter entkommen. Das Ganze hat auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß gemacht. Aber, Freunde, das war auf jeden Fall nicht so einfach. Das Spiel war richtig, richtig schwer. Also, Freunde, schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Und damit können wir auch schon das Abenteuer beginnen. Wir drücken einfach mal auf Spielen. Und ich bin mal gespannt. Oh mein Gott, es gibt auch hier bei dieser Obby die schwere Schwierigkeit. Und wir nehmen die auf jeden Fall. Und oha, was ist das hier? Das ist wohl unsere Stiefmama. Du warst ein schlechtes Kind. Es ist Zeit für, was? Du kannst herauskommen, wenn du lernst, gut zu sein und zu sein. Okay, die Übersetzung ist auf jeden Fall ganz, ganz sus. Aber naja, wir sind hier auf jeden Fall eingesperrt worden von unserer Stiefmama. Das heißt, wir müssen heute gemeinsam aus dem Haus von unserer Stiefmutter entkommen. Und dabei haben wir auf jeden Fall die ganze Lami-Army am Start. Ey, was geht ab, Freunde? Aber erstmal müssen wir den berühmten Check machen. Moment mal, abchecken. Okay, der hat das Lami-Cape. Sie hat das Lami-Cape. Er auch. Okay, okay, okay. Es ziehen immer mehr Leute das Lami-Cape an. Aber Moment mal, hier das Mädchen. Emily hat Lami lieb. Sie hat auf jeden Fall kein Cape. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Das geht so nicht, Freunde. Ihr müsst alle das Lami-Cape haben. Sonst seid ihr schlechten Obbys. Genau, Freunde. Sogar hier das Dorsmonster. Sogar das Dorsmonster hat das Lami-Cape. Oh mein Gott, Freunde. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Hä? Hier sind überall so Löcher und irgendwelche Kisten. Okay, Moment mal. Batterien? Okay, wir müssen zwei Batterien sammeln. Da steht hier unten, finde zwei Batterien. Okay, eine haben wir schon mal. Wo ist die nächste Batterie? Wir gucken mal hier oben. Aha, da vorne ist sie auch schon. Hä? Was hatte ich für ein Skateboard? Lol, Moment mal. Guckt euch mal das Dorsmonster an. Der hat da irgendwie so ein Skateboard oder so. Oha, das will ich auch haben. Moment mal, vielleicht müssen wir gleich den Shop abchecken. Aber wie kommen wir eigentlich nach da oben? Ah, ach so, ach so. Oh Gott, so. Moment mal, hier einmal hoch und dann hier lang. Okay, auf geht's, Freunde. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür wir die Batterien brauchen. Naja, wir aktivieren das hier einfach mal. Und, hä? Hat sich irgendwas geändert? Ah, Moment mal. Seht ihr diese Leitung hier? Die führt ganz genau hierhin. Und jetzt ist dieses Tor auch schon offen. Okay, okay, okay. Mal gucken, was ist hier jetzt? Moment mal, hier ist ein... Ah, nee, warte mal. Wir wollen nichts überspringen. Damit können wir die Stage skippen. Das machen wir natürlich nicht. Wir müssen auf jeden Fall alles fair durchspielen. Moment mal. Wir brauchen auf jeden Fall, Moment mal, so eine Stange. Wir müssen erstmal eine Stange finden, um diese Bretter hier aufzuknacken. Aber wir müssen noch drei Knöpfe drücken. Aber welche Knöpfe? Moment mal. Aha, hier haben wir den ersten Knopf. So, na gut. Wo haben wir den nächsten Knopf? Ich glaube hier, oder? Aha, oh, was ist das denn hier? Ein geheimer Knopf im Bild. Ah, nein, nein, nein. Hier kann sich nichts vor Lami verstecken. Jetzt haben wir auf jeden Fall diese Brechstange gefunden. Aber finden wir noch den letzten Knopf, Freunde? Oder ist der letzte Knopf etwa hier? Moment mal. Hallo? Aha, da. Moment mal, das sieht mir jetzt gar nicht. Aber hier ist der letzte Knopf. Okay, wir haben alle drei Knöpfe gedrückt. Ich hoffe mal, die Lami-Army ist auch so gut dran. Ja, ja, das sieht gut aus. Okay, okay, dann gehen wir mal weiter. Oh, oh mein Gott, nein! Unsere Stiefmama! Fehler! Du bist nicht in Zeit. Was hat die jetzt gesagt? Keine Ahnung, ich glaube, sie will mich jetzt angeblich bestrafen oder so. Und da ist sie auch schon! Bah, wie sieht die eigentlich aus? Und warum ist meine Stiefmama ein Roboter? Darüber habe ich ja auch gar nicht nachgedacht. Guckt euch das mal an. Wenn ich meiner Stiefmama irgendwie die Batterien rausnehme, dann kann sie sich ja gar nicht mehr bewegen. Die ist einfach ein kleines Robotermädchen. Oh Mann, okay, wir gehen einfach mal hier weiter und wir sehen hier oben bei der Leiste, wir sind auf jeden Fall noch gar nicht weit. Die Obby geht ja mal ziemlich, ziemlich lange und bis jetzt macht das auch richtig, richtig Spaß. Und unsere Stiefmama verfolgt uns immer noch. Ah, die will uns, glaube ich, mit ihren Roboterarmen das Lami-Cape klauen. Ja, 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 ich weiß ganz genau, du willst das Lami-Cape. Aber nein, das bekommst du nicht. Das bekommen nur die Leute aus der Lami-Army. Okay, Moment mal, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Wir haben hier diesen Schlüssel. Lege den Schlüssel in das Schloss. Moment mal, welches Schloss? Hä?
Okay, ich habe irgendetwas übersehen, Freunde. Ich muss mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Hier haben wir ein Schloss. So. Oha! Wo geht's hier hin? Moment mal. Oh! Nein, nein, nein. Ich will nicht runterfallen. Ich will wieder nach oben. Ja, okay. Ich gehe doch nach unten. Alter, was geht hier ab? Wir sind in so einer richtigen Höhle. Moment mal. Wenn man das so sagen kann. Was ist das hier für eine Höhle? So eine Elektrikhöhle oder so. Moment mal, stimmt. Weil meine Stiefmama ist ja auch ein Roboter. Oh Mann, deswegen ist hier alles voller Technik und sowas. So, okay, okay, okay. Mal gucken. Vielleicht müssen wir am Ende auch gegen unsere Robotermama kämpfen. Oh Gott, so einmal hier drauf springen. Und, oh Gott, hä? Wie groß ist das hier alles? Yo! Und ich muss wirklich sagen, das Design von dieser Map finde ich richtig, richtig cool. Vor allem mit diesen Zahnrädern, die sich so bewegen und so. Und diese Dinger, die hoch und runter gehen. Das ist echt alles sehr, sehr cool gemacht. Also, oh Gott, von mir gibt es auf jeden Fall bis jetzt eine 1+ mit Sternchen. Aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Deswegen, oh, hallo? Hallo? Oh Gott, so, jetzt. Okay, müssen wir erstmal die ganze Obby durchspielen und am Ende bewerten wir dann gemeinsam das ganze Spiel. Also, Freunde, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und wir müssen natürlich den Shop abchecken. Das haben wir auch noch gar nicht getan. Das sollten wir jetzt mal endlich machen. So, Moment mal, hier haben wir den Shop. Wir haben einen Nuke. Moment mal, hä? Wir haben einen Nuke. Wir können alle Spieler auf dem ganzen Server wegnuken. Okay, wir kaufen das einfach mal für 250 Bobucks. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Oh, hä? Das war's? Das war's? Das habe ich mir echt ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Oh Mann. Naja, was haben wir noch? Ist das Kotze? Bah! Geistermodus. Tacos, die regnen? Moment mal. Wenn wir das kaufen, dann regnet es Tacos. Und es gibt einen kleinen Taco-Song. Moment mal, wir machen mal hier den Sound an. So. Und jetzt kaufen wir mal hier diesen Pass. Und mal gucken, was jetzt passiert. Ich bin gespannt. Wir kaufen das. Und, oh mein Gott. It's raining tacos. Oho. Yeah. Let's go. Tacos. Oh mein Gott. Freunde, ich liebe Tacos. Let's go. It's raining tacos. Raining tacos. Oh Mann, Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da, wenn ihr Tacos mögt. Ich liebe auf jeden Fall Tacos. Also guckt euch das mal an. Wie kann man keine Tacos mögen? Die schmecken echt, echt lecker. Also wirklich, Leute. Ich habe jetzt echt Hunger bekommen. So, vor allem, wenn die ganze Zeit weiter diese Tacos runterregnen. Oh. Jetzt nicht mehr, schade, Schokolade. Naja, wir gehen einfach mal weiter hier. Alter, Alter, wie weit geht noch diese Obby? Wir sind hier gerade mal nicht mal bei der Hälfte. Okay, wir müssen wieder zwei Schlüssel finden. Und nein, unsere Stiefmama ist wieder da. Oh, oh, okay. Wir müssen jetzt auf jeden Fall abhauen und zwei Schlüssel finden. Na gut, dann komm doch mal her, Stiefmami. So, okay. Wo verstecken sich die zwei Schlüssel? Vielleicht hier? Hallo? Schlüssel? Aha! Hier haben wir den ersten, als hätte ich es gerochen. So, dann gehen wir hier entlang. Moment mal, wo ist der zweite Schlüssel? Mal gucken, vielleicht können wir den Schlüssel schon hier reinstecken und... Ja, okay. Oha, die ist schon da durch. Moment mal, wir brauchen noch den zweiten Schlüssel, Freunde. So, aber wo ist er? Wahrscheinlich ist er hier, oder? Genau am selben Ort wie der andere Schlüssel. Aha! Habe ich es doch gewusst. Und, Moment mal, nein, unsere Stiefmama. Oh, 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 Moment mal, Moment mal. Wir müssen jetzt hier lang und dann den Schlüssel da vorne reinstecken. Okay, okay, okay. So, Schlüssel rausholen und zack. Perfekt, okay. Ich habe vorhin aber noch gesehen, jemand hat hier irgendwie so ein Skateboard gehabt. Das will ich mir nochmal angucken. Oh, und die Stiefmama kommt hier nicht rein. Tut mir leid, hier ist kein Zugang für Roboter. Und Leute, habt ihr das gesehen? Der hat so ein Skateboard, das hat die wieder weggetan. Moment mal, das Skateboard will ich unbedingt auch haben. Oha, ein Bannhammer kriegt man hier. Okay.
Okay, okay, okay. Sollen wir den einfach mal kaufen? Ja, 350 Robux. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Robux ich insgesamt in diesem Video ausgebe. Und dafür könnt ihr auch gerne mal einen Daumen nach oben geben, dass ich hier die ganze Zeit Robux ausgebe für euch. Und guckt euch den mal an. Der hat hier dieses Skateboard. Ich will das auch. Nein, ich habe sein Skateboard geklaut. Yeah, let's go. Hä, wie nice ist das denn hier? Oh Gott, wow, wow, wow. Und yippie. Hä, wie cool ist die Obby, Leute. Wirklich, bis jetzt, wirklich eine 10 von 10. Die Obby ist sehr, sehr gut gemacht, Leute. Okay, okay, okay. Aber, Moment mal, ich habe ja jetzt den Bannhammer gekauft. Nimm das! Oha, ich kann dich einfach direkt killen. Yeah! oh Mann, okay, ich höre mal auf. Ich will jetzt auch nicht so gemein sein. Obwohl, Moment mal, die hier, die liebe Litchi, muss ich auch noch einmal bannen. Yeah, mit dem Bannhammer. Let's go. Und du wirst auch noch einmal gekillt. oh Gott, ich bin so fies. Es tut mir leid, Freunde. So, einmal hier rüber. Alter, was geht hier eigentlich wieder ab, Mann? So, und hier rauf. Und dann hier hin. Oh mein Gott, das ist wirklich gar nicht mal so einfach. Die Sprünge, na, dafür muss man schon ein kleiner Profi sein. Und guckt euch das mal wieder an. Wir sind hier wieder in dieser, keine Ahnung, Technikhöhle oder so. Oh Gott. Und springen, springen. Und, oh Gott, okay, wir haben es geschafft. Anscheinend haben es aber auch nicht so viele von der Lamy Army geschafft. Obwohl, doch, doch, da sind 2, 3, 4, 5 und da ist Nummer 6. Okay, okay, okay. Aber am Anfang waren wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Das heißt, wo sind wieder alle Leute aus der Lamy Army hin? Und, was macht der hier? Der meditiert hier einfach mal. Okay, Doors Monster. Kann man irgendwie mit dir meditieren oder so? Moment, nee, ich tanze einfach mal. Let's go! Hey, was macht der denn jetzt hier? Der macht einfach einen Fortnite-Tanz. Hä? Aber ich weiß immer noch nicht, wo hat der dieses coole Skateboard her? Ich weiß es einfach nicht. Hier? Nee. Nee, 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 nee. Ey, Leute, ich weiß nicht, wo der das gekauft hat. Aber, naja, für mich gibt es dann leider kein Skateboard. Wenn ihr es wisst, wo der das her hat, dann könnt ihr es ja mal gerne reinschreiben. Aber was geht hier wieder bei der Obby ab? Alter, das ist ja mal richtig schwer. Okay. Oh Gott, Alter, und sehr, sehr gefährlich hier alles. Oh nein, wir wurden zerhackt, Freunde. Oh Mann, so, okay, diesmal schaffe ich es. So, mit der Sprungtechnik, damit kann mich niemand stoppen. So, warte, von wo kommt das Ding? Da vorne, und... Nein, hä, das ist unmöglich, oh Mann, ey. So, Freunde, schaut zu, das Ding ist da, und eins... 2 und 3. Nein, ich bin so schlecht, Mann. Okay, Freunde, wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach nur geradeaus laufen. Und let's go. Komm schon. Nein, ich bin so schlecht, ey. Okay, jetzt aber. Und komm schon. Ja, oh mein Gott. Ja, wir haben es endlich geschafft. Oh mein Gott. Hä, das ist wirklich so schwer. Wer? Oh mein Gott, nicht im Ernst, oder? Ah, ich habe den Checkpoint noch bekommen. Oh mein Gott, sie schreibt auch noch so knapp. Das war auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Hä, aber wir kommen hier rüber. Ah, oh Gott, und rüberspringen. Ja, nein, nein, lass mich hier hoch. Oh Mann, oh. Okay, aber Freunde, jetzt wird es was. Und zack, oh Gott. Ey, Leute, ohne Witz, diese Obby ist wirklich nicht so leicht. Also... echt schwer gemacht hier alles. Mann, ey. So, jetzt aber. Ey, das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Und ja. Oh mein Gott, wir haben es endlich geschafft. Leute, wirklich, ihr müsst diese Obby selber mal spielen. Das ist wirklich nicht so leicht. Also, oh mein Gott. Hä? Wo kommt die denn her? Steve, Mama? Was willst du von mir? Oha! Okay, okay. Warum hörst du nicht auf deine Mutter? Wir wissen für dich am besten. Bla, bla, bla. Finales. Protokoll, blabla, Kampfsequenz, okay. Dann mal los, Freunde. Wir kämpfen jetzt hier gegen unsere Stiefmama. Nimm das. Hä, warum ist sie so nah hier dran? Ey, lass mich mal hier raus. Und boom. Oh mein Gott, was geht hier ab? Die Bazooka ist ja mal richtig OP.
Aber warte mal, die kann auch irgendwas auf uns schießen. Wir müssen das hier auf jeden Fall ein bisschen ernst nehmen, Freunde. Das ist kein Spaß, denn unsere Stiefmama ist auch ein böser Roboter. Aber Leute, wir haben sie jetzt besiegt. Ja, Fehler, Systemfehler, bla bla bla. Und wir haben sie besiegt. Ja, für Fortnite. Was ist das denn jetzt? Okay, anscheinend, Freunde, müssen wir aber noch... Oha, nach da vorne hingehen. Moment mal, wir werden irgendwie nach oben geblasen oder so. Wow! Oha, wo sind wir hier? Hä? Sollen wir hier sein? Keine Ahnung, Freunde. Klopf, klopf. Komme ich hier durch? Hä? Bin ich irgendwie durch die Map gebackt oder so? Hä, wo bin ich hier? Leute, ich habe wirklich keine Ahnung, ob ich hier sein muss. Nee, ich glaube nicht, Freunde. Ich bin einfach durch die Map gebackt. Okay, ciao. So, jetzt aber nochmal, Freunde. Wir werden erstmal hier nach oben geblasen. Und Moment. Und... hier rein. Okay, Freunde, wir sind irgendwie hier gerade durch die Decke geflogen. Das war irgendwie ganz komisch. Naja, anscheinend haben wir es aber jetzt geschafft. Yippie! Also, Freunde, bewertet jetzt mal in den Kommentaren, wie fandet ihr die Obby? Also, ich muss sagen, 10 von 10. Auf jeden Fall, die Obby verdient von mir eine Schulnote mit 1 plus und Sternchen. Freunde, im heutigen Video mussten wir vor unserer Tante entkommen. Und Freunde, ich glaube, unsere Tante kommt aus Ohio, denn die war ziemlich süß. Aber Freunde, schaut das Video einfach bis zum Ende, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann das Abenteuer auch schon beginnen, Freunde. Wir sind hier ein Zombie oder so. Nein, Spaß, Freunde. Das hier ist einfach unsere Tante, von der wir heute entkommen müssen. Wir drücken mal auf Spielen und es gibt sogar, oh mein Gott, eine schwere Schwierigkeit. Die wählen wir natürlich aus, Freunde. Oh, okay. Uiuiui. Das hier ist unsere Tante. Und wie wir sehen, die schläft auf jeden Fall. Alter, guckt euch mal diese Augen an. Bam, wie sieht denn unsere Tante aus hier? Und warte mal, da hängt hier so ein Zahn raus und die hat da so eine Warze und sowas. Jo, okay, Tante, wir gehen dann einfach mal, ne? Oh, wartet mal, wir müssen erstmal den Cape-Check machen. Wer von der Lamy Army hat alles das Cape an? Okay, Banani hat es an, sehr gut. Gislinchen, die ist öfter dabei, die hat das Cape natürlich an. Und Lamys Bruder, der hat das Cape natürlich auch an. Aber Samira hat das Cape nicht an. Nein, 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 Samira, das geht so nicht. Und Lamy stinkt nicht. Moment mal, ich glaube, die hat noch gar keine Bowbugs. Ihr müssen wir auf jeden Fall noch Bowbugs geben, damit sie sich auf jeden Fall den Lamy-Merch kaufen kann oder den Emily-Merch und natürlich das Lamy-Cape. Aber ich glaube, sonst haben die meisten auf jeden Fall ein Lamy-Cape an. Moment mal, außer auch sie, Lara. Nein, 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 das geht auf jeden Fall nicht. Egal, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Was ist denn mit ihr da los? Oh! Naja, vielleicht konnte sie fliegen wegen dem Lamy Cape. Leute, kauft euch das Lamy Cape, wenn ihr auch fliegen wollt. Genau, aber, oha, Moment mal, was ist das denn für eine coole Maske? Die sieht echt cool aus. Oh mein Gott, okay, die sieht auf jeden Fall nicht cool aus. Hä, wo kam die denn jetzt her, hä? Oh Gott, okay, Freunde, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen nach hinten gucken. So, und Leute, wirklich, die steht auf und läuft uns hinterher. Oh wei, wir müssen hier auf jeden Fall ganz, ganz schnell raus. Was ist das hier alles? Chili-Soße? Oh, weia. Leute, oh mein Gott, warum ist sie so schnell? Oh nein, oh nein, oh nein! Hä? Wie sollen wir dann bitte entkommen, wenn die so schnell ist? Und, Moment mal, wie kann die eigentlich so schnell sein, wenn die so dick ist, ey? Oh, weia, weia, okay, Freunde, jetzt ohne Pause. Wir laufen und laufen weiter. Wir gucken noch gar nicht mehr nach hinten. Ey, Lamys Bruder, ey, der will mich hier aufhalten, oder was? Oh, weia, weia. So, komm schon, was ist das hier alles eigentlich? Fleisch oder so? Oh nein, ich schaffe es wieder nicht. Ich schaffe es eiskalt wieder nicht. Oh Mann, ey, mein Bruder sagt hier schon, komm schon. Okay, Lamys Bruder, ich schaffe es jetzt, komm schon. Oh Mann, und was ich euch fragen wollte, Freunde, mögt ihr es eigentlich, scharfe Soßen in euer Essen zu tun? Also, esst ihr gerne scharf? Die tanzen hier einfach. Oh nein, die ist hinter mir. Aber Freunde, ich glaube, diesmal schaffen wir es endlich. Ja, die Tante hat uns nicht bekommen. Tja, sag mal, warum guckst du so auf den Boden?
Hä? Was ist da so interessant auf dem Boden? Was siehst du da, was ich nicht sehe? Naja, wir gehen jetzt einfach mal hier weiter nach oben. Oh Gott, so, mal gucken, was uns hier oben erwartet, Freunde. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie diese ganze Obby hier enden wird. Uiuiui, okay. Oha, was haben wir hier? Oh, Moment mal! Wir haben hier einen Unsichtbarkeitsmantel, den können wir uns kaufen. Ein Jetpack und ein Greifhaken. Ich weiß nicht, Freunde, vielleicht kaufen wir uns gleich noch etwas. Aber erstmal will ich ganz fair hier durchkommen. Oh, ey, du Salami, du schaffst das? Natürlich schaffe ich das, mit eurer Hilfe doch immer. Und Moment mal, sind das hier Fleischbällchen? Ja, ich glaube, das sind Fleischbällchen. Ich will aber auf jeden Fall kein Fleischbällchen sein. Sag mal, kann es sein, dass sie mich irgendwie anguckt? Ihr Kopf bewegt sich einfach mit. Oh, okay, Freunde, wir sollten mal wieder weitergehen. Oh Mann, sieht das sass aus. Und guckt euch das mal an hier. Die ganzen Capes nebeneinander. Oh, ja, das sieht nice aus. Oh, weia, was ist das denn hier? Eine Badewanne? Moment mal, einfach so eine Badewanne. Boah, was ist das denn? Sind das Augen? Oh Gott, und warum springen die da alle rein? Hey Leute, ihr sollt doch nicht in die Suppe reinspringen oder wollt ihr auch gegessen werden von unserer Tante hier? Oh, was ist das denn? Oha, wie cool ist das denn? Yippie! Und ich werde hier schon ganz, ganz nice empfangen. Es heißt, willkommen Lami, mein Boss. Nein, du bist hier der Boss mit dieser coolen Sonnenbrille. Und warum drehst du dich so? Sag mal, bist du in der Mikrowelle oder so? Oh Mann, der sieht aus wie so ein Chicken-Teller in der Mikrowelle. Oh Mann, egal, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Nein, da wurde jemand aufgespießt. Ey, Leute, ist das euer Ernst? Ihr könnt hier doch nicht runterfallen. Hier fallen nur Noobs runter. So, okay, das wäre jetzt wirklich peinlich, wenn ich runtergefallen wäre. Und Moment mal, anscheinend sind wir noch richtig viele, Alter. Okay. Die Lami-Army ist wirklich viel, viel besser geworden in Obbys. Eigentlich wären noch ganz, ganz viele Leute am Anfang, aber ich glaube, wir sind hier alle gemeinsam. Oh wei. Was erwartet uns jetzt hier? Oha, was ist das für ein großer Raum? Oh nein. Das ist unsere Tante. Hä, wo müssen wir hin? Nein, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, warum ist sie so schnell? Hä? Wie sollen wir denn bitte an ihr vorbeikommen, wenn die so schnell ist? Oh Mann. Ja, ich glaube, ich muss hier wirklich gleich das Jetpack kaufen. Okay, noch ein Versuch. Haben wir hier irgendwas übersehen? Eine Waffe oder sowas? Okay, von dem ging jetzt einfach mal hier komplett nach links hin. Oh nein! Hä, Leute, ich weiß wirklich nicht, wie wir an ihr vorbeikommen sollen. Und Moment mal, haben es etwa schon ein paar von der Lami-Army geschafft? Hä, wirklich? Die sind schon da durchgekommen. Oh, die hat auch gerade geschrieben, das ist schwer. Ja, auf jeden Fall ist es schwer. So, Freunde, wir gehen jetzt hier ganz schnell entlang. Komm schon. Nein! Und Freunde, guckt euch das mal hier rechts an. Hier haben es einfach schon so viele Leute zu Stage 16, 17 und 18 geschafft. Und ich bin gerade mal bei Stage Nummer 9. Oh mein Gott, ich bin so ein Noob geworden. Oh Mann. Okay, Freunde, jetzt rush ich aber wirklich einfach nur durch. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, ne, dann kaufe ich mir, glaube ich, einen Jetpack. Komm schon. So. Okay, kommt die hier durch? Ich glaube nicht. Hä? Wahrscheinlich kann die einfach durch den Tisch gehen. Wahrscheinlich. Oh mein Gott. Nee, Leute, es tut mir leid. Ich bin ein Noob. Ich muss mir hier, glaube ich, irgendwas kaufen. Wie wär's mit einem Greifhaken? Okay. 200 Robux kostet das Ganze. Leute, ihr könnt gerne dafür einen Daumen nach oben geben. So, und jetzt haben wir den Greifhaken. Mal gucken, ob der was bringt. Oh Gott. Die ganze Lami-Army wartet schon da vorne auf mich. Okay. Na gut, Tante, wie heißt sie eigentlich? Tante Oddi oder so? Okay, wir versuchen uns mal da dran zu greifen und... Ja, komm schon! Und... Nein! Oh, Leute. Die ist genau unter mir. Moment, kann ich mich da hinten hingreifen? Und komm schon! Ja! Wir haben es... Wir haben es geschafft! Ja! Nicht ihr Ernst, oder? Das ist jetzt nicht passiert. Aber haben wir noch den Checkpoint bekommen? Nein, eiskalt nicht.
Moment mal, da hinten ist ja noch ein Bacon. Hey, komm, ich bin nicht der Letzte. Let's go. Oh, wei, aber ich bin einfach der Vorletzte. Oh nein. So, jetzt gehe ich direkt hier nach links und dann, komm schon, greife ich mich direkt zur Tür hin. Moment, 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 Moment. Und jetzt. Jetzt ist der perfekte Moment. Komm schon. Ja, ja. Ey, ey, ey. Greifhahn, geh weg. Und wir haben es geschafft. Endlich. Nach 10 Jahren, oh mein Gott. Sie hat auch geschrieben, Lami, du Salami, du schaffst das. Natürlich, mit eurer Hilfe schaffe ich alles hier. So, dann gehen wir einfach mal weiter. Das hat echt lange gedauert. Ein bisschen zu lange, wenn ich ehrlich bin. Aber ich frage mich auch, wie die alle das geschafft haben. Und wie habe ich das bitte nicht geschafft? Das war überschwer. Oh Mann, so, hier sind wir auch mal durchgekommen. Hä? Was ist das denn hier? Oh mein Gott. Oh, lol, wie cool ist das denn? Oh Gott, nein, oh nein, nein! Okay, Freunde, das ist auch gar nicht mal so einfach. Aber das macht ja mal eine Menge Spaß. So, nein, nein, Moment mal, ich will die Kugel haben. Ja, ich hab sie bekommen. Oh, ey, hallo? Könnt ihr mich durchlassen? Oder warte mal, ich probiere mal was. Nein, okay, das hat nicht geklappt. So, okay. Jetzt geht's hier ab, Freunde. Jetzt, oh nein. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Oh nein. Nein, ich bin so schlecht geworden. Was ist denn nun los mit mir heute? Ah, Moment mal, ich weiß, was los ist. Ihr habt dem Video noch keinen Daumen nach oben gegeben. Deswegen bin ich so ein Noob. Mann, ey, Leute, like doch das Video, damit ich hier nicht die ganze Zeit verliere. So, jetzt aber vorsichtig. Oh, oh, oh weia. Oh weia, das war jetzt schon knapp. Oh nein, wir dürfen nicht gegen die Steine hier knallen. Oh Gott. So, hier lang. Moment mal, was ist denn mit dem Mädchen hier los? Hä, warum rennt die hier einfach rum? Ich glaube, die hat die ganze Obby schon durchgespielt und die schubst mich runter. Oh mein Gott. Also jetzt mal wirklich, die Lami Army ist so frech, ne? Oh Mann, ihr kleinen Pupsis. Oha, oha, das war riskant. Das war riskant. Moment mal, vielleicht schaffen wir das nochmal. Und, oh, nee, ich glaube, das traue ich mich jetzt nicht nochmal. So, jetzt gehen wir einfach mal ganz normal nach ganz unten. Ich glaube, die Lami Army wartet auch schon auf mich. Und wir haben es endlich geschafft. Oh mein Gott. Das hat ja mal ziemlich lange gedauert. Oha. Moment mal. Hä, warum bin ich immer noch in der Kugel drin? Ey, lass mich mal hier durch. Oh, okay, danke schön. Und, so. Ich bin endlich hier in dieser Höhle. Moment mal, was schreibt die? I dance, dance, dance with my hands. Na, Moment mal, wir sind hier nicht bei Wednesday. Mann, oh Mann, wir sind hier bei unserer Tante, wo wir ausbrechen müssen. Und wahrscheinlich wollte der auch ausbrechen. Der hat's aber nicht geschafft. Das war nämlich unser Freund, Freddy. Ja, 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 Freddy, keine Show, mein Freund. Freddy, keine Show. So, wir gehen jetzt einfach mal weiter hier. Hä, müssen wir da rein? Oh ja, wir müssen wirklich da rein. Lol, wir müssen einfach schwimmen. Oha, okay, Leute, die Obby ist echt cool gemacht. Oh, oh, links oder rechts? Oder rechts oder links? Ach, keine Ahnung, Freunde. Ich gehe einfach mal hier links lang, denn links fängt mit dem Buchstaben L an. Und Leute, ich fange auch mit dem Buchstaben L an. L für Lami und L für links. Oh Gott, Leute, was babbel ich hier eigentlich? Wie lange können wir eigentlich unsere Luft anhalten hier? Oh Mann, wie lange geht das hier noch? Oh, 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 nicht, dass wir gleich wirklich hier ertrinken oder so. Oh Gott, aber ich glaube, Freunde, da vorne ist das Ende, oder? Ist das schon das Ende von der ganzen Obby? Wir werden es herausfinden und es ist, noch nicht das Ende, oder? Oh wei, okay, Freunde, dann gehen wir einfach mal weiter hier. Oh, 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 wow, wie schön der Mond aussieht. Moment mal, können wir uns zum Mond greifen? Und, oh, oh, was habe ich gemacht? Oh, ich glaube, das war nicht so schlau, oder? Und, Moment mal, komm schon. Warte, vielleicht kann ich mich wirklich nach da oben grabben. Und, nein, okay, das hat nicht geklappt. Naja, Freunde, wir gehen jetzt einfach mal da vorne weiter. Und die Lami Army, wie die mich hier einfach mal anguckt hier. Ey, Leute, wow, wir können jetzt weitergehen. Und, Moment mal, ist das hier das Ende? Sind das Frösche? Der sieht aus wie Sonic. Oh, der hat mich gerade umgebracht. Oh Mann, ey. Naja, okay, diesmal passen wir mal ein bisschen auf. Vor den Fröschen. Yo, 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 yo. Das sind die Sassenfrösche. Die Sassenfroggies hier. So, einmal hier drüber. Zack und zack.
Oh Mann, was ist das hier nur für eine Höhle von unserer Tante? Ey, die hat mich runtergeschubst. Oh Mann, ey. Moment mal. Ich habe hier ja natürlich meinen Greifhaken. Na los, let's go. Oh Mann, damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Ihr kleinen Noobs. Ihr dachtet, ihr könnt mich einfach so wegschubsen. Ja. Oh Mann. Oha, Moment mal, hier sind einfach Bomben. Oh, aufpassen, Freunde. Ey, und die sagt, ey, geschummelt? Das stimmt doch gar nicht. Ich habe nicht geschummelt. Ich habe nur die Kraft der Robux benutzt. Oha. Das war, explosiv. Und Banani schreibt hier gerade, ups, aha, du bist also in die Bomben hier reingetreten. Oh Mann, wegen dem sind die ganzen Bomben explodiert. So, jetzt darf hier aber keine Bombe neben uns explodieren. Ey, nee, nicht im Ernst, oder? Ich will hier nicht nochmal meinen Greifhaken benutzen. Guckt euch die mal an. Die berühren einfach extra die Bomben. Ey, damit die einfach neben mir explodieren. Tja, das war wohl Karma. Jetzt ist die selber explodiert. So, jetzt berühre ich mal die Bombe hier. Ich hoffe mal, da läuft jemand rein. Ach, die sind eh noch so weit hinten. Egal. Freunde, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Oha. Okay, let's go. Oha. Ist das jetzt das Ende von der Obby? Nee, oder? Moment mal. Doch, Sterne scheinen nicht. Sie brennen. Moment mal, was? Was schreibt die da? Hä? Das seid ihr. Ja, das sind wir, Freunde. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich habe keine Ahnung, was sie damit meint, aber... Moment mal, was ist das denn hier? Ah, wir müssen diese Bretter nehmen. Okay, aber wo müssen wir die hintragen? Hä? Warte mal, ich glaube, da, oder? Da ist ein Pfeil, der zeigt ganz genau hierhin zum Loch. Moment mal, ja wirklich... Okay, wir müssen jetzt einfach eine Brücke bauen. Und ich glaube, da hinten ist jetzt aber wirklich das Ende, oder? Nicht im Ernst. Mann, jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Oh Gott, Freunde, ich bin so ein schlechter Brückenbauer. So, ich glaube, wir müssen wieder die ganzen Brücken respawnen hier, oder? Zack. Okay, dann nehmen wir mal die Brücke hier. Oh, wei, wei. Hä? Was ist denn mit der los? Hä? Die hat ein Bein verloren oder so. Ey, wie sieht die aus? Und ihre Haare hat die auch verloren. Hä, wie läuft die? Oh Mann. Okay, Freunde, wir gehen jetzt einfach mal weiter hier. So, und diesmal lassen wir unsere Brücke nicht fallen. So. Und... Ey, Moment. Zack. Okay, sehr gut. Jetzt nehmen wir unsere Brücke wieder und bauen damit weiter. Wir laufen nicht zurück. Wir benutzen nur eine Brücke. Aber, Freunde, das darf jetzt nicht schief gehen. Haben wir es geschafft? Ja, Freunde. Wir haben es geschafft. Weg mit der Brücke. Und... Sui! Was passiert hier? Oh. Hä? Oha! Was passiert hier? Alter! Hä? Warte mal, das ist doch nicht das Ende. Lol, was ist das denn? Eine Pepperoni oder so? Oh Gott, eine goldene Pepperoni. Und... Ja! Moment mal! Was geht denn jetzt ab? Alter, wie krass ist das denn jetzt bitte gemacht? Also, die Obby macht echt ziemlich viel Spaß. Also, bis jetzt wirklich eine 10 von 10 hier. Uiuiui. So, ich liebe immer diese Parts von Obbys, wo man so schnell ist und raus aus der Galaxie. Alter, das war jetzt mal wirklich richtig cool. Und, Moment mal, habt ihr es gesehen? Die Maske ist weggeflogen. Lol, was passiert mit uns? Oh nein, sag mir nicht. Nein, wir müssen jetzt mit der Bazooka gegen unsere Tante kämpfen. Nie im Leben, oder? Oh, war ja... Hallo, kann der Aufzug mal ein bisschen schneller nach oben fahren? Oh, Mann, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit hier. Aber wir sind jetzt endlich oben angekommen. Oh, Mann. Okay, was steht da auf dem Schild? Moment mal. Sturzschaden? Okay, Freunde, da will ich nicht runterfallen. Hä, wo müssen wir hin? Hier lang? Ja, wirklich. Und da steht sie. Unsere Tante, die sieht ein bisschen aus wie Granny, aber Freunde, jetzt fängt der Kampf an. Na los, da ist die Maske. Moment mal, hä? Wow, Alter, die ist jetzt mal riesengroß. Große Tante Oddi. Ah, lol, Moment mal, was hat die da auf dem Stab? Oh, lol, die kann uns einfach mit ihrem Stab abschießen. Hä, was ist denn mit Tante Oddi los? Nein, nicht im Ernst. Die spawnt auch noch Meteoriten. Sag mal, was ist denn mit unserer Tante los? Die Tante ist auf jeden Fall aus Ohio ausgebrochen, Leute. Guckt euch die mal an, ey. Die kann wirklich einfach Meteoriten auf uns werfen. Alter, das ist eine Magier-Tante hier. Oh Gott. Okay, die Hälfte vom Leben haben wir schon mal abgezogen. Leute, nicht mehr viel. Und dann haben wir gewonnen.
Komm schon, noch ein bisschen. Oh, die lädt wieder ihren Zauberstab auf. Und, oh mein Gott, die hat mich getroffen. Oh nein. Oh nein, 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 Leute, das ist nicht so gut. Oh, warte mal, ist die gerade runtergefallen? Aha, da schwächelt jemand, ne? Oh, oh, aufpassen. Und, komm schon, jetzt. Komm, noch ein bisschen. Ja, ja, wir haben es geschafft. Unsere Tante ist damit erfolgreich explodiert. ja, Moment mal, wo müssen wir jetzt hingehen? Oh, warte mal, das ist immer noch nicht das Ende. Stimmt, wir müssen jetzt hier weitergehen und da vorne müsste dann wirklich das Ende sein, oder? Komm schon, das sieht gut aus. Oh, ja, ja, ja. Und Moment mal, zeig mal her. Aha, schönes Cape hast du da an. Und da vorne ist endlich das Ende. Und Leute, wir müssen jetzt wirklich erstmal hier das Ganze bewerten. Wie bewertet ihr diese Obby? Also ich muss wirklich sagen, das bekommt von mir eine 10 von 10 und ich werde hier wieder schön begrüßt. Willkommen im Club der Gewinner. Let's go! Wir haben gewonnen! Freunde! In dem heutigen Video mussten wir aus Obis Haus entkommen. Und Freunde, ich sag's euch, das war gar nicht mal so einfach. Denn ihr Haus war auf jeden Fall voller Fallen. Aber wenn ihr wissen wollt, ob wir das zusammen mit der Lami Army geschafft haben, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt wünsche ich euch wirklich viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen. Wir sehen hier auf der rechten Seite unsere Omi. Ey, Omi, ich will Kekse und... Eieieiei, Moment mal, seht ihr das, Freunde? Wir können hier First-Person-Perspektive aktivieren. Das machen wir einfach mal. Hä? Warte mal, ist es jetzt an? Ich hoffe mal. Und, Leute, ich bin gespannt. Hä? Warte mal. Ich habe gar nicht die First-Person-Perspektive angemacht. Oh Mann, ey! Okay, neuer Versuch. So, jetzt sollten wir es eigentlich aktiviert haben, oder? Hä? Ah, jetzt, okay, Freunde, es klappt endlich. Oh mein Gott, wir spielen das Ganze in der First-Person-Perspektive. Denn das Ganze ist so natürlich ein bisschen schwerer, Freunde. Und ihr wisst, ich nehme jede Herausforderung an. Und für mich ist nichts zu schwer. Aber erstmal müssen wir den Cape-Check machen. Sie hat ein Cape. Er hier hat nicht nur das Cape, sondern den ganzen Lami-Skin. Ey, warum hast du sein Gesicht? Musst du etwa dolle pupsen oder was? Okay, okay. Sie hat noch das Cape. Sehr gut, wer noch? Ah, Moment mal, Banani hat auch das Cape. Sehr, sehr gut. Aber ich sehe hier wieder ganz, ganz viele ohne Cape. Mann, 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 Leute. Ihr wisst doch, ihr müsst das Cape anziehen. Sonst seid ihr nicht gut in den Obbys. Sonst werdet ihr verlieren. Man gewinnt nur mit dem Lami-Cape. Oh Mann, was, wir müssen das hier kaputt schlagen? Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Obby sein wird. Wir müssen das natürlich am Ende wie immer bewerten. So, Banani, ja, gerne, du kannst vorgehen. Oh mein Gott, hä? Hä, was war das denn jetzt? Moment mal, hat die mich gerade geschnappt? Oh mein Gott. Nein, 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 die ist da unten. Ey, Omi, ich will deine Kekse essen. Oh, oh, warte mal, müssen wir da durch? Ja, wir müssen nach da unten. Oh mein Gott. Oh, warum ist unsere Oma eigentlich so groß, ey? Oh, wei, wei. So, da ist ein Pfeil. Wir folgen auf jeden Fall den Pfeilen hier. Hä, was müssen wir machen? Hä? Was müssen wir hier machen? Ah, hier, warte mal. Ah, wir müssen das Fenster kaputt machen. Oder einfach nur aufmachen. Oh Mann. Hä? Warum ist es so dunkel geworden? Oh nein, ich habe ein ungutes Gefühl, Freunde. Ich habe ein ungutes Gefühl. Oh, oh, warte mal. Wir müssen hier runter. Oha, Leute, seid ihr euch sicher? Ihr brecht euch doch alle Beine. Oh Mann, Omi, ich wollte doch einfach nur deine Kekse essen. Komm zu mir, Omi. Okay, warte mal, ich glaube, diese Omi will ich nicht küssen. Naja, wir machen einfach mal einen Rückwärtssalto hier runter und... Oh weia, das hier ist also Omis Geheimversteck. Und wer ist das hier? Naja, ist das hier vielleicht unser Opi? Opi ist tot, nein! Oh Mann, egal, Freunde. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter. So, was erwartet hier uns? Oh Mann, ey, was ist das hier für eine Höhle? Alter, okay, oh, da hat's Banani nicht geschafft. Ey, Banani, hä? Okay, Banani ist, glaube ich, zu stark für die Stacheln. So, wir gehen einfach mal weiter. Warte mal, was ist mit dem hier los? Der hat hier voll den Noob-Skin. Ich glaube, Freunde, dem müssen wir auf jeden Fall ein paar Bobax geben. Der muss sich auf jeden Fall den Lami-Merch kaufen. Genauso wie der vorne hier. Moment mal, Moment, Moment, Moment.
So, okay. Der hier, der hat auch kein Lami-Merch an. Ey, Leute, ihr braucht den Lami-Merch. Sonst verliert ihr jede Obby in Roblox. Das verspreche ich euch. So, hier, die hat natürlich den Lami-Merch an. Sehr gut. Banani, du auch. Du bist der beste Banani. So, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und, oh, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder aus der Höhle raus. Okay, Moment mal. Was sagt der? Mario? Mario ist auch dabei. Ja, Leute. Schreibt alle Hashtag MülltonnenMario in die Kommentare. Oh Mann. Moment mal. Mario, bist du da drinne? Mario? Hallo? Und damit sind wir auf jeden Fall auch schon in Brookhaven. Okay, Mario. Ich lasse dich mal wieder alleine. So, wir gehen weiter. Oh, oh. Nein. Unsere Omi ist da. Oh, oh. Hä? Warum ist die eigentlich so riesig? Alter, guckt euch die mal an. Oh, oh. Ich glaube, die stecken geblieben. Oh, oh nein, oh, oh, oh. Freunde, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal hier nach oben gehen. Wieder in das Haus rein. Hä? Ich dachte, unsere Mission ist es zu entkommen und nicht wieder in das Haus reinzugehen. So, Moment mal. Ey, Banani, Mann, ey, Banani. So, kann ich hier mal das Fenster aufmachen? So, komm schon. Jetzt, ey, Banani, jetzt verschwinde, Mann. Okay, wir haben es endlich geschafft. Oh, weia, was ist das hier eigentlich für ein Haus? Das sieht aus wie so eine kleine Scheune oder so. So, wir sind drüben. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier hoch. Okay, okay. Ich hoffe, es ist gemütlich da im Eimer. Okay, wir gehen einfach mal rüber. So, zack und zack. Wir haben keine Zeit. Oh mein Gott. Okay, Freunde, das war ein Fail. Egal, das ignorieren wir einfach mal. Ein Tod ist kein Tod. So, hä? Warte mal, da war gerade eine Brücke oder so. Da ist die Brücke. Oh mein Gott, aber die geht kaputt. Leute, passt auf, die Brücke ist nicht so stabil. So, können wir hier noch rüber? Ah, das ist die Brücke, Mundal. Die geht auch immer kaputt. Und nein! Ey, Leute, ist es euer Ernst? Oh mein Gott, das ist nicht die Lami-Army. Das ist die Frechdachs-Army. Guckt euch die mal an. Die machen einfach die Brücke kaputt, damit ich hier nicht rüberkomme. Guckt euch die mal an. Ey, schon wieder? Ist das euer Ernst? Nein, nein, nein. Leute, ihr bekommt auf jeden Fall keine Bobax hier. Oh, weia. Guckt euch die mal an. Die sind da schon alle drüben. Und, ja, ja, ganz genau du. Lanze Lami, die im roten Lami-Merch. Die ist ein richtiger Frechdachs. So, und jetzt, ja, endlich geschafft. Ja, was willst du jetzt machen, hä? Wo bist du, wo bist du? Da, ja, ganz genau du. Ey, Lami, du stinkendes Salami-Brötchen. Du brauchst viel zu lange. Hä, natürlich brauche ich lange, wenn ihr die ganze Zeit hier die Brücke kaputt macht. Aber, Moment mal. Ja, jetzt haben wir den auch gecontrollt. Let's go. Oh Mann, es tut mir so leid. Egal, Freunde, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Oh, Moment mal. Hallo? Kann ich mal die Tür aufmachen hier? So. Okay, perfekt. Hä? Was ist das denn? Hä? Wie groß ist bitte das Haus? Auf einmal gibt es hier eine ganze Rennbahn oder was? Oh, okay, Freunde. Da sage ich auf jeden Fall nicht nein. Ihr wisst Bescheid. Ich liebe diese Parts von Obbys, wo man so schnell wird. Und komm schon. Oh, weia. Hä? Wie riesig geht das denn hier noch? Oh mein Gott. Und wir sind am Ziel. Let's go. Oh, er war der Erste. Hä? Und das, obwohl er nicht das Lami-Cape hat? Ich glaube, du brauchst auf jeden Fall ein paar Bobugs. Ich glaube, wenn er den Lami-Merch hat, dann ist er unbesiegbar in Obbys. Oh Mann, okay, wir gehen jetzt wieder mal weiter. So, und wir haben hier... Oh, ups, hä? Komm ich hier nicht durch? Oh Mann, bin ich zu dick oder was? Komm schon, lass mich durch. Oh nein, 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 jetzt. Oh, perfekt. Wir haben hier auf jeden Fall noch einen Job, den wir abchecken können. Moment mal, aber wie komme ich da dran? Ey, wie komme ich da links an dieses Dings dran? Ey, das geht nicht mehr, Freunde. Ich bin in der First-Person-Perspektive. Ich kann das irgendwie nicht anklicken. Wäre ich jetzt auf dem Handy, dann hätte ich das easy anklicken können. Aber, Freunde, ja, ich bin am Computer. Und irgendwie, Leute, ich komme da nicht dran. Seht ihr das? Und, nee, das geht leider nicht, Freunde. Heute können wir leider keine Bobax ausgeben. Oh Mann, egal. Das müssen wir nicht. Wir schaffen das auch ohne Bobax auszugeben. So. Hallo? Fenster? Kannst du bitte aufgehen? Mann, ey, warum kriegen die alle das Fenster so leicht auf? Ich brauche doch vor lange. So, okay. Warte mal. Aber wo ist die Omi? Hä? Omi? Bist du noch da, Omi? Warte mal, du bist nicht meine Omi. Lami stinkt. Oh Mann, ey, was willst du von mir? So, wir gehen einfach mal weiter hier runter und... Hä? Wie riesig ist bitte Omas Haus hier? Oh mein Gott. Ich glaube, das hier müssen wir... schließen. Okay, sehr gut. Haben wir das jetzt geschlossen, das Ventil? Ich hoffe doch mal.
Okay, Freunde, wir gehen einfach mal weiter. Dann müssen wir dieses Ventil, glaube ich, ausschließen. So, perfekt. Und dann können wir einmal hier rüber gehen. Let's go. Die Lami Army wartet schon auf mich. Und Yannick ist schon wieder hier in diesem Eimer drin. Sag mal, was hast du mit diesem Eimer? Oh Mann, wir gehen einfach mal weiter hier. Und warte mal, er schreit hier schon. Komm, Lami. Ja, ich komm ja schon. Lami braucht zu lange. Ey, die mobben mich wieder. Oh Mann, ey. Moment mal. Müssen wir hier irgendwas drücken oder so? Drücke die Taste? Hä? Welche Taste? Das hier? Muss ich das drücken? Radio? Nee. Oh, Freunde, ich weiß nicht, welche Taste ich drücken muss. Moment mal, ist hier eine Taste? Aha, okay, Freunde. Ich habe die Taste gefunden. Oh, Mann, ich bin so doof manchmal. So, jetzt können wir einmal hier easy durchgehen. Oh, irgendwas ist falsch mit Omi, oder? Die ist ganz, ganz komisch, Leute. Guckt euch die mal an. Ey, Omi, was ist los mit dir? Naja, wir gehen weiter, Freunde. So, oha, ein Ball. Okay, Freunde, vor dem Ball müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Oh mein Gott, war das knapp. Das war richtig knapp, Freunde, aber easy peasy, Freunde. Ich habe gar keine Probleme hier. Denkt ihr etwa, dass eine Obby zu schwer für mich ist oder was? Nein, 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 keine Obby auf der ganzen Welt ist zu schwer für mich. So, oh, wo müssen wir hin? Hier nach oben und dann... Oha, müssen wir da oben klettern? Okay, Freunde, dann wollen wir mal... Ah, nee, warte mal, wir müssen gar nicht klettern. Wir werden hier sogar hochgefahren. Oh, was für ein Luxus. So, und... Leute, was denkt ihr? Müssen wir noch gegen unsere Oma kämpfen? Ja oder nein? Moment mal, was schreibt sie? Lami, du stinkst. Und du bist schlecht in Obbys. Du brauchst viel zu lange. Viel zu lange. Oh, Mann, ey. Weißt du was? Du bekommst heute keine Bobax von mir. Versprochen, Leute. Oh, oh, oh. Es wird immer so stockdüster, ey. Was ist das denn hier? Warum leuchtet es hier? Oh, warte mal. Wir können hier aus der Obby rausspringen. Nee, 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 das machen wir lieber nicht, Freunde. So, wir gehen einfach ganz entspannt nach oben. Ist das hier schon das Ende? Warte mal. Oh, schwimmen! Let's go! Freunde, schreibt jetzt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr gut schwimmen könnt oder nicht. Also, ich kann eigentlich gut schwimmen und ich liebe es auch zu schwimmen. Aber, Freunde, ich kenne auch ein paar Angsthasen, die haben Angst im Wasser. Oh, weia, und warte mal, das war's schon? Leute, wie schnell ging das denn? Wir sind aus der Obby entkommen und, Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall gemeinsam bewerten. Ich würde sagen, die Obby bekommt von mir eine 8 von 10. Ich glaube, das kann man so gelten lassen. Oder eine 7,5 von 10. Das geht noch fit. Aber Leute, schreibt auf jeden Fall eure Meinung auch in die Kommentare. Freunde, im heutigen Video muss mir von Mr. Pickles Metzgerei entkommen. Und Freunde, die Obby war einfach richtig, richtig cool, obwohl wir sogar ein bisschen gescammt wurden. Wenn ihr auf jeden Fall wissen wollt, warum, dann schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen. Wir sehen hier den Metzger Mr. Pickle. Okay, okay, okay. Der hat hier auf jeden Fall eine Metzgerei hier mit ganz, ganz viel Salami am Start. Wir checken das Ganze mal ab und Moment mal. Man kann hier eine Schwierigkeit auswählen. Freunde, ihr wisst Bescheid. Wir wählen natürlich die harte Schwierigkeit aus. Wir spielen immer alle Obbys auf der härtesten Schwierigkeit. Und Freunde, hier sind wir auch schon mit der ganzen Lami Army. Yeah, let's go. Sogar Banani ist am Start. Also gut, Lami Army. Lasst uns einmal hier aus der Metzgerei entkommen. Hier können wir auf jeden Fall nicht durch. Hier sind Lasers. Okay, okay, okay. Mr. Pickles ist auf jeden Fall am Schlafen. Oh Mann, ey. Schlafen bei der Arbeit? Das geht ja mal gar nicht. Oha. Der hat sogar zwei so Messer in der Hand. Richtiger Profi. Und hier haben wir einfach Emily mit braunen Haaren. Hä? Das ist Emilys Zwillingsschwester. Nur mit den braunen Haaren. Okay, Freunde. Wir gehen hier einfach mal durch. Und Moment mal. War das hier ein Türsteher? Das war einfach jemand von der Lami Army. Ich dachte, das wäre so ein NPC oder so. Das ist einfach so ein Noob im Anzug. Oh Mann. Okay, aber Freunde, mal gucken, ob wir es einfach mal easy peasy aus dieser Obby rausschaffen. Und wir müssen gleich auf jeden Fall noch das Cape-Check machen. Und Mr. Pickle ist da. Oha. Warte, wir müssen den Knopf hier drücken. Okay, okay, wo müssen wir hin? Ich glaube, okay, da oben auf jeden Fall. Moment mal, Leute. Keiner darf gestoppt werden. Hä?
Oh, Moment mal, ich dachte schon, ich steck fest. Und ja, Mr. Pickel, du kommst nicht nach oben. Pech gehabt. So, wir gehen mal weiter und dann warten wir mal auf die ganze Lami-Army. Und dann machen wir natürlich das Cave-Tag, Freunde. Das müssen wir natürlich in jedem Lami-Gaming-Video machen. So, wir gehen einmal hier hin und dann können wir mal auf die Lami-Army warten. Oha, da sind noch voll viele Leute da unten. Ey, ihr Noobs, beeilt euch mal. Oh Mann, oh Mann. Oh, was ist hier jetzt schon? Oha, ein Riesenventilator. Oh mein Gott. Okay, Freunde, ich will jetzt was ausprobieren, ob ich es schaffe, bis nach ganz oben zu kommen, ohne mich zu bewegen. Okay, ich gehe hier drauf und ich bewege mich nicht. Mal gucken, wie weit ich komme. Und, okay, wir haben es hier durchgeschafft. Na toll, okay, warte. Hier muss ich mich bewegen, Freunde. So, ich bewege mich wieder nicht. Ich bewege mich nicht. Ich bewege mich nicht. Nee, okay, ich muss mich bewegen, Freunde, sonst wäre ich gestorben. Und ich will natürlich nicht der Moment, ey, da ist der Bodyguard wieder. Was geht ab, Mann? Aber, Freunde, eine Sache fehlt bei diesem Bodyguard. Der hat nämlich kein Lami-Cape. Oh, Mann, ey. Care. Was ist das für ein Name? Der heißt einfach Care. Okay, Care, du musst auf jeden Fall noch ein Lami-Cape kaufen. Genauso wie hier Lami-Fan 3000 und Gieslinchen. Sehr gut. Und Taya hat das natürlich auch. Aber, Moment mal, Felia hat kein Lami-Cape. Mann, Felia, wo ist dein Lami-Cape? Sogar sie hat das Lami-Cape und sogar Emily's Bebe-Merch. Aber, Freunde, bald gibt es nicht nur noch das Lami-Cape zu kaufen im Shop, sondern auch einen kleinen Lami als Shoulder-Pad. Das heißt, ihr habt einfach an eurer Schulter hier einen kleinen Lami-Superheld. Oh Mann, Freunde, den gibt es auch bald in meinem Shop für 50 Bobux. Aber, Freunde, da müssen wir uns noch ein kleines bisschen gedulden. Aber ich sag's euch, das wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und, Moment mal. Oha, yeah, die Power-Salami ist am Start. Oha, guckt euch das mal an, wie viele Würstchen hier einfach sind. Oha, okay, okay, Freunde, wir halten natürlich nicht an. Wir gehen weiter und weiter und, hä? Kann der irgendwie fliegen, der Typ? Oh mein Gott. So, und wir sind drüben. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Und, oh mein Gott, okay, Freunde, wir haben es geschafft. Let's go. Und jetzt kommen wir in den Zerfleischungsraum. Moment mal, okay, was meinen die damit mit Zerfleischungsraum? Hier wird das Fleisch zerfleischt. Oha, okay, Freunde, mal gucken. Oh mein Gott, da ist einfach Lava unten. Ja, ist klar. Oh mein Gott, so, einmal hier rüber. Aber eigentlich ist das bis jetzt alles mega easy peasy, Freunde. Ich frage mich auch, wo der Rest von der Lami-Army ist. Wie kann ich so weit vorne sein? Und wie kann die Lami-Army so weit hinten sein? Sag mal, sind das da hinten Hände? Von wem wurden die Hände zerhackt? Naja, ich würde sagen, solange die Lami-Army noch braucht bei der Obby, checken wir mal ganz kurz den Shop hier ab. Was können wir uns kaufen? Oha, ein Hoverboard? Für 200 Bobux? Oder auch... Oh, wir können uns die Fähigkeit Fliegen kaufen. 500 Bobux? Ich weiß ja nicht. Ich kaufe mir erstmal dieses Hoverboard hier. So, einmal kaufen für 200 Bobux. Und, Freunde, hier steht noch, man kann das als Geschenk kaufen. Oha, wir können jetzt einfach jemanden aus der Lami-Army hier das Hoverboard schenken. Moment mal, wer ist hier? Wir schenken es einfach mal hier. Litchi! So, wo haben wir sie? Hier, Litchi, wir senden ihr das für 200 Bobux. Oha, das sehe ich zum ersten Mal, dass sowas geht. Wie können ihr das einfach kaufen? Und mal gucken, hat sie das jetzt bekommen? Hallo, wo ist dein Hoverboard? Moment mal, sie hat es. Ja, geh da drauf. Na los. Moment mal, hier wurde das Hoverboard geklaut. Oh mein Gott. Okay, Freunde, man kann das Hoverboard einfach klauen. Ich tue das auch mal hier auf dem Boden. Ich hoffe mal, mir wird das nicht geklaut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein. Nein. Der hat mir das einfach geklaut, der Frechdachs. Ey, gib mir mein Hoverboard zurück. Oh. Freunde, wurde der gerade von der Wand aufgesaugt? Naja, wie auch immer. Wir gehen einfach mal weiter. Ich glaube, die können irgendwie nicht so gut mit dem Hoverboard hier fahren. Naja, damit haben wir nichts zu tun, Freunde. Wir gehen einfach mal weiter, als wäre niemals... etwas passiert. Na toll. Guckt euch die mal an. Die kann damit gar nicht fahren, ey. Ey, steig mal lieber davon ab. Oh, oh. Die fährt gleich hier runter und wird zerfleischt. Oh, wei, oh, wei. Egal, Freunde. Wir gehen mal weiter. So. Und was ist, wenn wir einfach mal von hier rüberspringen? Nein!
Nein, das war so knapp. Oh Mann, ey. Naja, wie auch immer. Das Hoverboard haben wir auf jeden Fall nicht mehr im Inventar. Das wurde uns wirklich geklaut. Wir haben dafür einfach 200 Bobucks ausgegeben. Dafür, dass es uns am Ende geklaut wird. Oh mein Gott. Moment mal. Hä? Das ist jetzt einfach der... Da oben hängt das Hoverboard. Oh mein Gott, warum nimmt das niemand mit? Das kostet 200 Bobucks. Oh, ey. Die armen Bobucks. Naja, Freunde, ist ja auch egal. Sind nur 200 Bobucks gewesen. Wir gehen einfach mal weiter. So, zack, zack. Und perfekt. Okay, ich vermute mal, dass hier irgendwie so ein Riesenball kommt. Oder, Moment mal. Oha, hier ist eine Riesenrutsche. Ja, yeah, let's go. Und, Moment mal. Wo ist eigentlich Mr. Pickle? Den haben wir lange nicht mehr gesehen. Oh Mann, was denkt ihr, Freunde? Müssen wir am Ende der Obby nochmal gegen Mr. Pickle kämpfen? Ja oder nein? Das wäre auf jeden Fall richtig cool und das würde die Obby viel, viel nicer machen. Also ich bin gespannt, ob noch ein kleiner Kampf am Ende ansteht oder auch nicht. So, wir müssen erstmal diesen Knopf da hinten drücken. So, und Freunde, am Ende müssen wir natürlich die Obby gemeinsam bewerten. Also bis jetzt ist die Obby ganz cool, aber ich finde die Obby noch ein bisschen zu leicht. Die könnte wirklich ein bisschen schwieriger sein, aber Freunde, für mich ist halt nichts zu schwer. Oha, Moment mal, oh, Mr. Pickles ist da, oha, wir müssen wirklich gegen ihn kämpfen. Okay, Freunde, das macht einiges jetzt viel, viel cooler. So, wir nehmen mal die Bazooka hier, die Fleischkanone, oh, oh, ich habe die nicht genommen, jetzt, und... Nimm das! Oh, 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 Freunde, das ist nicht gut. Ich hoffe mal, ich kann hier langrennen. Ja, das sieht gut aus. Tja, Mr. Pickles, nimm das! Ich schieße ihn, glaube ich, einfach mit Fleischbällchen ab. Ih, oh Mann, ey. Nimm das! Und, oh, wir haben ihn besiegt. Ey, nein, Mr. Pickles ist explodiert. Oh, wei, aber, Freunde, das war's doch nicht mit der Obby. Das wäre natürlich viel zu kurz, wenn das es schon wäre. Moment, Freunde, ich muss hier mal ganz kurz aufpassen. Konzentration, Nami. Konzentration und durchlaufen. Sehr gut. Okay, okay. Oh, bei der Lami-Army sieht es auch gut aus. Moment mal, wie viele sind wir hier? 1, 2, 3, 4, 5. Und ich glaube, da vorne waren noch zwei. Moment mal. Da sind immer noch ganz, ganz viele Leute hinten. Ey, beeilt euch mal. Freunde, wir gehen jetzt aber trotzdem mal weiter. Oh, oh. Wir müssen hier ganz schnell in diesen Spalt rein. So, der Ball erwischt uns nicht. Dann geht es einfach mal weiter hier. Oha, alle wurden überfahren, ihr Noobs, Mann. So, schaut zu und lernt, wie das funktioniert. Oh, oh, sogar Emilys Zwillingsschwester wurde gerade zermalmt. Oh, oh, schaffe ich das? Nein, nein, oh mein Gott, als ob ich das nicht geschafft habe. Das kann nicht sein. Nein, ich muss nochmal alles hier von vorne machen. So, okay, anscheinend ist das wirklich nicht so einfach, Freunde. Naja, wir schaffen es aber trotzdem. So, hier kurz Pause machen. Dann weiterlaufen. Oh, oh, Freunde. Ey, die sterben halt die ganze Zeit. Komm schon, Freunde. So schwer ist es jetzt auch nicht, oder? Wartet, ich warte lieber doch noch eine Runde. So, und jetzt schnell, Freunde. Komm schon, komm schon, komm schon. Und bitte, 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 bitte. Yeah, let's go. Wir haben es geschafft. Mal gucken, ob die es schaffen. Das sieht aber auf jeden Fall nicht so aus. Hm, naja, Freunde. Wir gehen einfach mal weiter hier in diesen Aufzug. Oha. Oha. Okay, Freunde. Ich glaube, wir werden jetzt zum finalen Kampf gegen Mr. Pickles hochgefahren. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Bis jetzt würde ich der Obby auf jeden Fall, ja, so eine 7 von 10 geben. Aber wenn der Kampf jetzt cool wird mit Mr. Pickles, dann könnte es doch noch eine 9 von 10 werden. Aber mal gucken, Freunde. Wir sind ja noch nicht am Ende. So, komm schon. Perfekt. Okay, hier können wir nicht durch. Aber, Freunde, wir sehen da auf jeden Fall Mr. Pickles. Der steht da. Aber wir müssen hier durch diesen Schacht gehen, Freunde. Mal gucken. Oha. Okay, Freunde, das sollte eigentlich alles easy sein. Und Moment mal, ich sehe in meinem Inventar, ich habe mein Hoverboard wieder. Moment mal, das müssen wir jetzt natürlich auch nochmal austesten. So, zack. Und kann ich hier drauf gehen? Hallo? Ja? Ja! Let's go! Komm her, Mr. Pickles, was willst du tun? Oh, 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 oh. Nein! Ey, ich bin stecken geblieben mit dem Hoverboard. Leute, das Hoverboard ist Scam. Das stellt euch einfach nur eine Falle. Hä? Aber ich weiß nicht, wo ich rein muss. Muss ich das Fleisch nehmen oder so? Oh. Oh, oh. Oh,
Mr. Piccoli. Oh, warte mal. Ich glaube, ich muss einfach in den Kühlschrank gehen. Ich schaffe es nicht. Ich bin so schlecht, Freunde. Okay, alle guten Dinge sind drei. Und Litchi hat auch das Hoverboard. Los, fahr! Nein, nicht gegen die Wand, Litchi. Oh, Mann. Freunde, ich habe es wieder nicht geschafft. Freunde, ich hole auch noch mal das Hoverboard raus. So, ich schaffe es jetzt. Ich fahre damit in den Kühlschrank. Und... Oh, komm schon. Ja, nein. Ja, hallo? Nein, fahr rein, komm schon. Nein, bitte, bitte, bitte. Ja, ich hab's endlich geschafft, Freunde. Mit dem Hammer. Boah, hallo? Hä? Moment mal. Hä? Das hat nicht funktioniert. Hä? Leute, das Spiel ist verbuggt. Oh mein Gott. Bin ich jetzt immer noch bei Mr. Pickles? Bitte nicht. Ich bin immer noch hier. Es hat einfach nicht geklappt. Wegen dem Hoverboard, Freunde. Das ist, wie gesagt, das Scammer-Hoverboard, Freunde. Oh mein Gott. Ich krieg das einfach nicht hin. So. Komm schon. Nein. Oh, Freunde. Das wird knapp. Das wird knapp. Aber komm schon. Jetzt muss es doch klappen. Jetzt sind wir da drin. Bitte werden wir jetzt teleportiert. Komm schon. Ja, endlich. Die Lamy-Army wartet auch schon auf mich. Oh Mann. Sorry, Freunde. Ich hatte ein paar technische Probleme. Naja, also Freunde, das Hoverboard hier in dem Spiel ist ein bisschen verbuggt. Also wir konnten jetzt nicht teleportiert werden mit dem Hoverboard, komischerweise. Aber naja, oha, oha, Spaghetti mit Kartoffelbällchen, pinke Donuts mit Streusel. Oh mein Gott, Freunde, das sind meine Lieblingsdonuts. Und was haben wir hier? Eine Bloxy-Cola oder was? Was ist das? Cola, Golds-Cola? Das ist voll die Fake-Coca-Cola. Hier haben wir einen leckeren Kuchen, aber Freunde, zu viel Kuchen ist auch zu viel des Guten. Oha, das hat sich ein bisschen gereimt, oder Freunde? Ein leckeres Sandwich, ein Hähnchen und eine Packung Milch, Freunde. Lecker, lecker essen und hier sind noch ein paar Eier. Oh weia. Lol, das hat sich auch gereimt. Hä? Okay, Freunde, irgendwie... Hä? Wie? Hä, wie geht das? Wir dürfen das irgendwie nicht berühren, oder? Hä? Wo müssen wir denn hin? Ah, auf das... Hä? Auf das Ei, also okay, Freunde, verstehe, verstehe, das ist gar nicht mal so einfach hier, so, und letzter Sprung, sehr gut, Freunde, jetzt müssen wir nochmal eine Stufe nach oben gehen, und was erwartet uns hier, oh, noch eine kleine Milchpackung, so, okay, ein paar Soßen, ein Glas, und, Senf? Ist das Senf? Keine Ahnung, Freunde. Wir gehen jetzt einfach mal weiter hier über diesen Kaugummi. Keine Ahnung, ob das ein Kaugummi ist, aber das sieht auf jeden Fall aus wie ein kleiner Kaugummi. So. Und ich glaube, jetzt sollten wir langsam wirklich am Ende der Obby sein, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Obby noch viel, viel länger geht. Komm schon, zack. Und, oh mein Gott, ich bin da reingetreten. Ey, nein, ich bin so ein Noob. So, Freunde, jetzt werde ich auf jeden Fall nicht in diese Spucke reintreten. Oh mein Gott, ich trete schon wieder rein. Ich bin so schlecht, Mann. Freunde, was meint ihr? Schaffe ich es vielleicht, mit dem Hoverboard hier rüber zu fahren? Zählt das, Freunde? Moment. Und let's... Oh mein Gott. Wirklich, Freunde. Wir können hier einfach... Oh mein Gott, nein, 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 nein. So, hier drüber fahren. Leute, ich cheate einfach. Ja, let's go. Und jetzt kann ich hier bitte runtergehen? Oh, oh. Nein, nein, nein. Wie gehe ich nochmal runter hier? Hallo? Nein, ich kann hier nicht runtergehen, Freunde. Oh mein Gott, nein, ich werde schon wieder gescannt. Nein! Oh mein Gott, toll. Was soll ich jetzt machen? Das Hoverboard geht einfach nicht weg von mir. Leute, ich glaube, ich muss mir ein Jetpack kaufen oder so. So wird es, glaube ich, niemals was. Aber ich gebe weiterhin mein Bestes. Oh mein Gott, Leute. Nein, nein, nein. Nicht runterfallen. Noch ein bisschen. So. Ey, Leute, ich mach's mir einfach schwerer, als es schon ist. Und perfekt. Jetzt hier nur noch hoch. Ich kann nicht hoch. Ich kann nicht hoch damit. Ich kann nicht hoch. Ey. Freunde, wir müssen dieses Stage, glaube ich, skippen. Oder nee. Freunde, das machen wir nicht. Wir kaufen uns jetzt einfach mal die Fähigkeit zu fliegen. Sollen wir das kaufen? 500 Bobucks. Okay, Freunde, das machen wir. Obwohl, Moment mal. Nein, nein, nein. Wir kaufen uns diesen Greifhaken hier. So, für 250 Bobucks. So, ich glaube, das wird ein bisschen cooler. Zack, zack. Und jetzt nehmen wir das mal. Und nimm das. Oh, oh. Wo habe ich hingeschossen? Oh mein Gott, Leute, da wollte ich nicht hin. Moment mal, ich muss hier nach oben. Schaffe ich das? Ja. Noch weiter nach oben. Noch ein bisschen.
Und ja, ich hab es geschafft. Let's go. Ich sag doch, Freunde, mit der Kraft der Bobax funktioniert alles. Oder, Bodyguard? Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Der Bodyguard braucht auf jeden Fall auch ein paar Bobax, damit er mal endlich das Lamy Cape kaufen kann. Wo sind wir hier? Hä, lol? Das ist einfach wie so Super Mario in der 2D-Welt. Oha. Okay, Freunde, das ist echt cool gemacht. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, nein! Also jetzt muss ich wirklich sagen, das gefällt mir echt mega gut bei der Obby. Also bis jetzt ist die Obby ja schon eine 8,5 von 10. Mal gucken, was uns noch am Ende erwarten wird. So, einmal hier rüber springen. Zack und zack. Oh Leute, diese Obby ist wirklich richtig, richtig cool gemacht mit dem 2D jetzt. So, einmal hier raus. Erwartet uns aber noch am Ende ein Kampf, ja? Oder nein? Hä? Sind wir am Ende? Nee, Moment mal, wir müssen eine Brücke bauen. Oh Mann, ey, immer das mit den Brücken. Hab ich den gerade runtergeschubst? Ach, keine Ahnung, Freunde. So, zack, aber Freunde, ich zeige euch einen Trick. Wir nehmen jetzt einfach immer dieselbe Brücke und laufen nicht immer wieder zurück. Leute, den Trick müsst ihr euch alle merken, wenn ihr hier mit mir in einer Obby spielt. Zack, und jetzt nur noch hierhin. Und perfekt, Freunde, da können wir nicht durch. Wir müssen einmal hier nach oben, Leute. So, zack und zack. Ich bin immer noch so gespannt, ob uns jetzt ein Kampf erwartet oder nicht. Aber Freunde, ich glaube nicht. Wir können jetzt einfach mit diesem Auto bis zum Ende fahren. Let's go! Gib Gummi! Yeah! Oh Mann, das Auto hätte schon ein bisschen schneller sein können. Aber da vorne ist es auch schon das Ziel. Wir sind endlich da! Let's go! Und damit würde ich der Obby auf jeden Fall eine, sagen wir 9 von 10 geben. Mir hat auf jeden Fall noch ein kleiner Endkampf gefehlt, aber trotzdem muss ich sagen, die Obby war echt, echt cool gemacht. Freunde, im heutigen Video mussten wir von Ice Spice entkommen. Und ich sag euch ehrlich, Freunde, die Obby war richtig cool. Aber Freunde, falls ihr Ice Spice nicht kennt, dann schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen, Freunde. Wir sind hier auf der linken Seite, die liebe Ice Spice. Und an die Leute, die nicht wissen, wer Ice Spice überhaupt ist. Leute, das ist eine Musikerin und wahrscheinlich habt ihr vielleicht sogar schon mal die Musik von ihr gehört. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Ich habe zu ihrer Musik sogar mal ein TikTok gemacht und es hat jetzt sogar schon über 1 Million Aufrufe. Und Leute, das ist der Sound. Und Leute, so sieht auf jeden Fall Ice Spice aus. Also das ist die hier mit den orangenen Haaren. Leute, schaut euch die mal an. Also ja, Freunde, wahrscheinlich habt ihr vielleicht mal die Musik von ihr gehört. Das ist sie auf jeden Fall hier. Und schaut euch mal an, wie sie in Roblox aussieht. Die sieht aus wie so ein kleiner Zombie. Aber wir drücken mal auf Spielen und... warte mal. Bald gibt es sogar einen schweren Modus. Na gut, Leute, ich würde sagen... Sollen wir erste Perspektive anmachen? Ja, okay, Leute, das machen wir einfach mal. Okay, die Lamy Army ist hier auch schon fleißig am Warten. Ey, Leute, was geht ab hier? Oh Mann, die sagen, oh, endlich nach 1000 Jahren, endlich. Ja, ist ja gut, hier bin ich. Oh Mann, okay, es scheint so, als ob wir hier bei dem Konzert von Ice Spice sind. Oh wei. Okay, dann ein Ticket bitte ins Konzert. Oh, heute ist freier Eintritt. Oder, warte mal, raus aus dem Gebäude, bevor Ice Spice übernimmt? Hä? Wie raus aus dem Gebäude? Wir haben hier gerade die Tickets bekommen für das Konzert. Was ist das denn? Warum müssen wir jetzt raus? Ich wollte die Musik von Ice Spice hören. Ja, ich wollte noch ein TikTok machen mit ihr. Oh Mann, Leute. Ich muss auf jeden Fall mehr TikToks machen, deswegen folgt mir auf jeden Fall alle auf TikTok und auch Instagram. Und warum ist Ice Spice jetzt so rot? Naja, Ice Spice ist auf jeden Fall ganz viel Eis. Oh Mann, jetzt bekomme ich langsam auch schon wieder Hunger auf Eis. Oh, was ist das denn hier? Hä? Okay, komisches Bild. Naja, wir gehen einfach mal weiter hier. Hier sind überall so Süßigkeiten und irgendwelche Handys. Oh nein, die Tür ist zu. Ihr müsst einen anderen Ausweg finden. Alles klar.
Wo könnten wir wohl lang gehen? Etwa durch diesen Schacht hier? Hä, das hätte ich ja niemals erwartet, dass man hier durch diesen Schacht gehen kann. Oh Mann, oha, warte mal. Wir können sogar den ganzen Server nuken. Leute, sollen wir den ganzen Server nuken? Ich weiß ja nicht, das kostet bestimmt ganz, ganz viele Bubux. Aber, Leute, ich muss hier erstmal den Ausweg finden. Hä, wo lang müssen wir lang gehen? Oh Mann, ich habe keine Ahnung, aber alle folgen mir. Oh, ich glaube... Ja, ich habe das Ende gefunden. Let's go. Und, warte mal, was ist das hier? Hä? Sind das Äpfel oder Muffins? Ach, keine Ahnung, Freunde, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Okay, hier sehen wir wieder ein Bild von Ice Spice. Die hat echt coole Haare. Oder, Freunde, bewertet mal ihre Haare. Ich muss schon sagen, 10 von 10. Ich glaube, die fühlen sich echt, echt flauschig an. So, wir gehen einfach mal weiter hier. Und, warte mal, wer ist das denn hier? Hä? Wir haben ein Bacon in der Lami Army? Moment mal, wie heißt der? Ich muss mal seinen Namen abchecken. Der heißt Sassy Lami Fanzio. Okay, okay, okay. Er hat auf jeden Fall noch keine Bubux am Start. Deswegen läuft er hier mit einem kleinen Bacon-Skin rum. Oh wei, ich glaube, der muss auf jeden Fall ein paar Bubux von mir bekommen. Hier sehen wir wieder ein Bild von ihr. Ja, echt, echt schöne Frau, ey. Aber Leute, ihr wisst ja, die Schönste ist immer noch Emily. Okay, wir müssen jetzt ein Puzzle machen? Hä? Dies wird dein erstes Puzzle sein. Finde die Knöpfe, um die Türen zu öffnen. Aha, okay, okay, okay. Verstehe, verstehe. Oh, warte mal, die trinkt Capri-Sonne. Oh mein Gott, Leute, Capri-Sonne ist wirklich unnormal lecker. Und er schreibt hier, Lami, Cape-Check. Okay, na gut, dann würde ich mal sagen, wir fangen an mit dem Cape-Check. Timmy hat natürlich das Cape. Und Luap Super hat auch das Cape. Er hat sogar den ganzen Lami-Skin. Ehrenmann. Und die Luana? Oh mein Gott. Luana! Wo ist dein Cape? Oh mein Gott. Die hat hier wenigstens den Bebe-Merch von Emily. Aber die hat nicht das Lami-Cape. Oh wei. Genauso wie sie hier. Caro, wo ist dein Lami-Cape? Nein, nein, nein. Das geht nicht so weiter, Freunde. Hier, Litchi hat das Cape. Wer noch? Lami unterstrich stinkt nicht, hat auch das Cape. Sehr, sehr gut. Und Gieslidchen hat das Cape auch. Aber der Rest muss ich auf jeden Fall mal ein Beispiel nehmen. Also hier kleine Bacon, das geht auf jeden Fall gar nicht. Die Luisa hat natürlich auch das Cape. Sehr, sehr stark. Okay, Freunde, wir gehen aber hier einfach mal weiter. Hä? Wo müssen wir lang gehen? Hä? Was ist das denn? Was guckst du? Finde die Buttons? Ja, okay. So sieht Ice Spice in Roblox aus. Oh wei. Müssen wir hier lang gehen? Oha, okay, ich glaube, wir müssen alle Knöpfe einmal drücken. Aha, verstehe, verstehe. Okay, Leute, dann gehen wir hier einfach mal rein. Oha, richtig teure Ringe hier. Eieiei, mit ganz vielen Diamanten am Start. Oha, das ist bestimmt teuer, Freunde. Wir gehen aber einfach mal weiter. Ich glaube auch, dass Ice Spice sehr, sehr reich ist. Also, die kann sich bestimmt die ganzen Diamantenringe leisten und... nein, lass mich in Ruhe. oh Mann, ich wollte doch nur einmal deine Haare anfassen. Und ein TikTok mit dir machen. Oh nein, wir gehen einfach mal weiter. Oh, oha, okay, okay. Hier sind also wirklich ganz, ganz viele Bilder von ihr. Aber, was haben wir hier? Basketbälle? Oh Mann, ey, irgendwie sieht der Basketball genauso aus wie Ice Spice ihr Kopf. Ach Leute, ich habe nichts gesagt, oder Freunde? Was denkt ihr? Hä? Warte mal. Guckt euch das mal an. Die ist sogar wirklich im Basketballkorb. Ich glaube, es hat wirklich jemand... Ice Spice Kopf mit einem Basketball verwechselt. Oh nein. Oh Mann, ey. Ihr dürft doch nicht einfach Ice Spice ihre Haare verwechseln mit einem Basketball. Was ist los mit euch, Freunde? Oh Mann. Okay, hier gehen wir einfach mal weiter. Hä, warum sterben alle? Das ist doch mal mega easy hier. Oh Gott, hier einmal rüber. Oder auch nicht. So, hier lang. Und Leute, wie krass wäre es eigentlich, wenn es so eine Kette geben würde, wo Lami draufsteht. Oha, das wäre cool. Oder Luna? Ja, das wäre es bestimmt. So, wir gehen einfach mal weiter hier. Oh, wir müssen bei der Treppe aufpassen, denn die ist gefährlich. Hier sind Laser. Leute, passt auf die Laser auf. Oh Gott, ich hoffe mal, dass die Lami Army auch hier mit der ersten Perspektive spielt, weil das Ganze ist natürlich so ein bisschen schwerer. Oh, toll, wir sind gestorben. Wir sind in den Kamm reingetreten von der lieben Ice Spice. Oha, hä, und was ist das hier? Ah, ich glaube, das sind extra so Kämme für Afrohaare, glaube ich, oder? Also für sehr, sehr lockige Haare. Ich weiß es nicht, Freunde. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ich falsch liege. Finde einen Weg, um die Brücke hochzuheben. Hä? Warte mal, wie sollen wir denn bitte die Brücke hochheben? Aha, okay, verstehe. Da hinten ist ein Knopf. Den müssen wir einmal drücken. So, einmal hier rüber, Freunde. Oh mein Gott, Litchi, du Noob!
oh Gott, ich zeig dir mal, wie das geht. So, hier lang. Und die denkt sich auch nur so, oh Mann, Lami, du brauchst echt lange. Du bist echt schlecht geworden in Obbys. Ich weiß, Freunde, irgendwie in letzter Zeit bin ich sehr, sehr schlecht. Aber naja, was soll ich sagen, Freunde? Eigentlich, wenn ich mich einmal anstrenge, dann bin ich sofort wieder der Obby King. Ah, oh mein Gott, hä? Wo kommt die denn her? Oh Gott, Freunde. Nein, ich wurde geschnappt von Ice Spice. Okay, wartet mal, Freunde. Oh, nein, 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 ich skippe hier keine Stage. Wir gehen jetzt direkt mal weiter hier. So, aufpassen. Oh Gott, nicht die Laser berühren. Und in Ice Spice rein. Warte mal, sind wir jetzt in Ice Spice Körper? Ja, Freunde, das sind wir. Oh nein, okay, dann gucken wir mal ab, was alles so in Ice Spice ihrem Körper abgeht. Oha, also erstmal ein kleines Jump and Run hier auf ihren Knochen. Ja, finde ich sehr cool. Aber mal gucken, ob wir noch das ein oder andere Lebensmittel hier finden, Ice Spice Bauch. Mal gucken, was die Liebe so ist alles. Vielleicht ein paar Süßigkeiten oder eine Döner. Oh mein Gott, Freunde, wenn es eine Lami-Obby geben würde, also durch meinen Körper, dann hätte ich bestimmt in meinem Bauch ganz, ganz viele Döner. Das sage ich euch. Und ja, die ein oder anderen Süßigkeiten würde man da vielleicht auch finden. Aber Freunde, zu viel Süßigkeiten sind ungesund. Oh Mann, also Leute, ihr müsst Süßigkeiten genießen und nicht einfach in euch reinstopfen. Nein, 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 das geht so nicht, Freunde. Ihr müsst die Süßigkeiten ehren und genießen. Genauso wie den Döner. Also, aber von Döner, davon gibt's nie genug, Freunde. Esst so viel Döner, wie ihr wollt. Döner ist lecker und Döner macht schöner. Und wir sind hier endlich aus dem Körper raus, oder? Oh, hä, was ist das denn jetzt hier? Oh, wei. Das sieht echt eklig aus hier. Okay, wir gehen einmal hier durch. Oh Mann, wo sind wir hier? In ihrem Darm oder so? Bah, oh Gott, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Wir gehen mal hier lang. Und wo ist eigentlich der Rest von der Lami Army? Oh Mann, ich glaube, die sind noch da hinten stecken geblieben. In Ice Spice Bauch oder so. Müssen wir hier lang? Hallo? Oha, okay, Litchi schon da hinten. Na, ich glaube, die läuft wieder zurück, weil da hinten eine Sackgasse ist. Okay. Dann gehen wir einfach mal hier lang. Ich glaube, der richtige Weg ist genau... Oh, da! Okay. Oh Mann, ey. Da wartet schon wieder. Luisa ist my Fav. Und wie viel Uhr haben wir? Kannst du mir das vielleicht sagen? Ah, wir haben kurz vor Döner. Okay, danke schön. Oh Mann. Oh mein Gott, nein, wir sind jetzt einfach in ihrem Po. Boah, Freunde, hier liegt überall Kacke. Guckt euch das mal an, ey, wie eklig ist das denn? Naja, wir müssen hier ganz schnell raus. Also wirklich ganz, ganz schnell. Oh nein, ich möchte auf jeden Fall nicht auf ihrer Kacke ausrutschen. Oh Gott, knapp. Aber Freunde, ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Genauso wie der Rest von der Lami Army. Na los, Freunde, beeilt euch. Hier stinkt es nach Kaka-Pups. Und raus aus Ice Spice ihrem Po. Ja, da sind wir. Oh, warte mal. Hier haben wir noch einmal Ice Spice. Hä? Warte mal. War das früher Ice Spice? So sah die früher aus. Die hatte früher also noch ganz, ganz glatte Haare. Heute hat die auf jeden Fall, Ice Spice? Ist die, hä? Hat die sich gerade in die Wand teleportiert? Oh Mann, keine Ahnung, Freunde. Auf jeden Fall hat die heutzutage schon wieder ein Afro mit ganz vielen, vielen Locken. Also ich finde die Haare echt, echt cool. Aber ich finde das nicht so cool, wenn die mich jetzt bekommen wird. Oh nein. Hä, wie knapp ist das denn? Wie soll ich das bitte schaffen? Okay, Freunde, ich laufe einfach mal direkt los. So, ohne zu stoppen. Läuft die hinterher? Ja, die läuft mir hinterher. Oh, oh, die ganze Lami-Army wartet schon. Was schreiben die? Die schreiben bestimmt wieder Noob. Lami, du schaffst das? Ja, ich schaff das. Nur mit eurer Kraft. Let's go. Oh, warte mal. Noob Lami schafft das? Oh Mann, ey, das war doch klar, dass die Lami-Army mich mal wieder beleidigt als klein Noob. Aber guckt euch die mal an. Die mich gerade als Noob beleidigt hat, ist gerade hier reingefallen. Oh Mann, also wer ist hier der Noob von uns, hä? Oh Gott, ich glaube, Freunde, das ist die letzte Stage und dann haben wir schon die ganze Obby geschafft. Ich glaube, das ist wirklich so, oder? Oh, Litchi, das war wohl nix. So, wir werden natürlich nicht hier sterben. Wir zeigen der ganzen Lami Army, wie das funktioniert. Oh Gott, aufpassen. Und, hä, wie lange geht das noch? Ich glaube, da hinten ist die letzte Stage, oder? Ist das das Ende? Ich glaube, da ist die Brücke zum Ende, Freunde. Kann das sein? Oh wei, wie lange geht das hier noch? Oh, noch ein bisschen und... Yeah, wir haben es geschafft. Aber warte mal, ist das hier noch nicht das Ende? Hä, wir haben eine Waffe bekommen. Nein, sag mir nicht,
Wir müssen jetzt gegen eine riesen Ice Spice kämpfen. Oh mein Gott, Leute, wie cool ist bitte diese Obby? Let's go. Oh mein Gott, hä? Wie krass ist die Waffe? Die ist ja mal mega cool. Und nimm das. Oh, Freunde, die kann aber Meteoriten schießen. Das ist auch nicht schlecht. Aber, Freunde, unsere Waffe ist echt, echt stark. Oh nein, wir müssen aufpassen. Komm schon. Oh, wir haben gleich die Hälfte von ihrem Leben. Und, hä? Wird ihr Kopf irgendwie immer richtig rot, wenn wir ihren Kopf abballern? Ja, wirklich. Wir müssen auf ihren Kopf abballern. Dann explodiert der. Oh, komm schon, noch ein bisschen. Noch 1400 Leben. 1200. 1100. Oh, die hat mich gerade getroffen. Aber, Freunde, wir haben sie jetzt gleich besiegt. Noch ein bisschen. Und wir haben sie besiegt. Ja. Oh, Mann. Hä? Ihr Bein? Wir haben ihr Bein erobert. Let's go. Aber, Freunde, wir sind jetzt, glaube ich, wirklich endlich mit der Obby durch. Kann das sein? Oh, da vorne ist noch ein Helikopter. Hä? Fliegen wir jetzt mit dem Helikopter weg oder was? Und wir sind angekommen. Yeah, let's go. Warte mal. Hi, Lami, mach bei mir Cape Check. Okay, machen wir mal. Und die hat natürlich das Cape. Let's go, Kira. Aber, Freunde, wie immer müssen wir das Spiel bewerten. Also, Leute, schreibt jetzt gerne in die Kommentare, wie ihr diese Obby von 1 bis 10 fandet. Ich fand das Design von der Map, das war eigentlich okay. Und die ganze Story von der Obby war auch cool. Also, eigentlich gibt es da nichts auszusetzen. Am Ende gab es noch einen coolen Kampf gegen Ice Spice. Also, wäre das Design ein bisschen besser, dann wäre es eine 10 von 10. Aber ich würde sagen, die Obby bekommt von mir auf jeden Fall eine 9 von 10. Was denkt ihr, Freunde? Was gebt ihr der Obby? Schreibt es in die Kommentare. Aber, Freunde, das war es auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Und jetzt könnt ihr links das letzte Video abchecken. Und rechts könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Also, falls ihr das noch nicht getan habt, dann müsst ihr es auf jeden Fall tun. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao.